Willkommen bei Unendliche Weiten. Manche Menschen können den Regen spüren, andere werden nur nass. Einen schönen guten Morgen aus dem Paradies, und zwar heute aus einem verregneten Paradies. Heute war übrigens der erste Tag, wo ich echt schon um 6:30 irgendwie wach wurde und einfach fit war und wach war. Das war ganz erstaunlich, weil sonst hat man sich immer für 8:00, 8:30 so aus den Betten gekämpft. Und bin rausgegangen und hatte diesen Sonnenschein. Ja, und dann, Stunde später, sieht es dann so aus, dass hier richtig Bindfäden geregnet hat. Im Moment ist es ein ganz normaler Regen, sodass man quasi noch so gerade ohne Schirm zum Essen gehen konnte, zum Frühstück. Das haben wir gerade gemacht. Eine Stunde später, herrlichster Sonnenschein, wunderbar, kein Regen mehr, es tropft noch von den Blättern, aber es ist einfach nur noch herrlich draußen. Unendliche Weiten, zum Entspannen, Träumen und Mitreisen, nach Safari Island, auf die Malediven. Das ist der Unterschied zu Deutschland, wenn sich das so zugezogen hat und so regnet, wie das heute Morgen geregnet hat, kriegt man die Krise und denkt, ach du Schreck, die nächsten Tage sind gegessen. Und hier, Stunde später, ist wieder herrlichstes Wetter. Irgendwie zu früh heute beim Essen, ne? Heute ist Freitag, gibt es etwas später Essen. Ja. Aber dann geht's halt in die Bar. So ist das. So, heute habe ich mal die Aufmerksamkeit. Ich habe auf jeden Fall einen Tipp an alle Leute, die extrem Probleme mit Sonnenallergie haben. Ganz normale Allergietabletten in der Kombination mit kaltem Joghurt oder halt kalte Wickeln, gerade für nachts, dann fängt es an, oder ich sag mal so, dann hört der Juckreiz auf und die Schwellungen gehen auch zurück. Man sollte sich trotzdem dann aus der Sonne fernhalten, aber das mit dem Joghurt ist eine super Idee und vor allem kriegt man die hier im Restaurant immer gestellt. Also man kann sich da kleine Schüsseln abholen und das ist echt total gut. Einfach eintrocknen lassen, irgendwann abwaschen und ja, dadurch wird der Juckreiz gelindert und die Schwellungen gehen zurück. Hat sogar bei den Sandflies geholfen. Hat sogar bei den, genau, bei den Sandflies und bei den Mückenstichen. Also ich hatte das Gefühl, es hat allgemein auch den Juckreiz von anderen Stichen genommen. Nur als kleiner Tipp.
Ein kleiner tropischer Regenguss, den muss man auch mal mitmachen. Das ist schön warmes Wasser, was hier runterplätschert. Schön warme Luft dabei und draußen ist so ein bisschen Weltuntergangsstimmung, aber es ist wie so eine laue Dusche, wenn man sich da hinstellt. Das, was hier jetzt an die Füße plätschert, ist wirklich laues Wasser. Ja? Und auch ganz gemütlich und urig mal. Wissend, dass gleich das hier durch ist, vielleicht in einer Stunde ist wieder weg. Ist das krass? Das ist jetzt kaum 10 Minuten, maximal eine Viertelstunde später nach diesem echt Wolkenbruch, alles weg. Ja. Und da hinten klart sich schon wieder auf und es wird schön. Aber jetzt sind keine Fliegen. Die P-Tags waren plötzlich vermisst. Ja. Nein, wir haben uns Takeaways Takeaways getaked. Yeah. Lost in Paradise. Takeaways getaked. Eine ganz fantastische Atmosphäre ist das jetzt hier, nach diesem heftigen Regen, tropischem Regenguss. Es ist wunderschön jetzt hier draußen lang zu laufen. Toll. Ganz mild, also klar sehr warm, ganz mild, aber man schwitzt jetzt nicht und ja, die Stimmung ist ganz toll. Wunderbar. Gleich erschreckt er sich. Antwortet sie dir auch? Nein. Voll blöd. Das ist schön. Sarah, geht's wieder besser. Trotz Abreisetag bzw. Vorabreisetag. Leider der Abschiedstag, der letzte volle Tag unserer lieben Freunde. Den müssen wir nochmal besonders genießen zusammen. Denn für morgen heißt es für die beiden ab nach Hause und wir haben noch 2 Tage anschließend hier im Paradies volle Tage. Und ja, jetzt geht es erstmal wieder zum Mittagessen. Heute Morgen noch dieser Weltuntergang. Ist das wieder herrlich hier lang, ne? Allerdings. Leider ist heute der letzte Tag für uns. Die P-Tags bleiben noch 2 Tage länger. Aber das Wetter verabschiedet uns mit ja, Sonnenschein, tollem Wasser, diese Farbe, die kann man sich einfach nicht satt sehen. Nee. Und wir gehen mit einem weinenden Auge nach Hause, aber auch mit einem Grinsen, weil wir genau wissen, dass wir irgendwann wiederkommen werden und uns auf den nächsten Urlaub schon freuen.
weichen Sand unter den Füßen müsst ihr genießen. Wie weich der ist. Ich will nicht sagen die Watte, aber in der Richtung. Ist der dir? Weich. So, 14 Tage Safari sind nun vorbei und es waren wundervolle Tage. Wir sind im August angereist und wir hatten perfektes Wetter, ja, ab und zu mal Regen, aber es war jetzt nie so, dass der ganze Tag verregnet war. Jetzt müssen wir die Insel leider verlassen, aber es wird sicher nicht das letzte Mal auf den Malediven gewesen sein. Von daher haben wir ein lachendes und ein heulendes Auge, aber wir freuen uns auf die nächste Zeit, die kommen wird. Wir nehmen viele schöne Erinnerungen mit, viele besondere, vor allem die Erinnerungen an die Momente mit den Mantas zusammen, wo man eigentlich mal von geträumt hat, dass wir das auch zu viel zu genießen konnten und erleben durften und werden auf jeden Fall ein Stück von unserem Herzen auf der Insel lassen. Und freuen uns auf viele weitere Abenteuer, die uns noch bevorstehen. Ja. Ciao. Tschüss. Es ist besser, mit den richtigen Menschen durch den Regen zu laufen, als mit den falschen in der Sonne zu liegen. Abonniert gerne kostenlos diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Oder schaut euch andere Folgen von Safari Island an.